Hallihallo, hier ist wieder Tombi und heute klären wir ganz viele Fragen. Ihr habt so viele Schlachtenkämpfe und sonst irgendwas in die Kommentare gehauen und wir werden uns heute ganz viele davon mal anschauen. So Leute, und wir sind natürlich nicht umsonst hier mitten im Büro des Kanzlers. Nein, wir wollen natürlich hier gucken, wer gewinnt. Der gute Seite Anakin gegen den guten alten Palpy. Okay. Ich bin ja mal gespannt. Wir können jetzt hier ganz viele Was-wäre-wenn-Szenarien endgültig klären, indem wir hier bei Lego Star Wars uns das Ganze mal anschauen. Wir haben natürlich wieder beide die Gong-Droiden ausgewählt. Ja, damit da irgendwie nicht irgendwo wir uns einmischen oder so, ne? Oder mein Partner sich einmischt. Und bis jetzt passiert da nicht viel. Die boxen sich einfach nur und keiner kriegt irgendwie Schaden. Ich weiß nicht genau, warum manchmal die Leute irgendwie keinen Schaden kriegen. Aber nun gut. Sie kämpfen sich hier so ein bisschen, ne? Guck mal, die kämpfen sich immer weiter durchs Büro. Das ist schon eine krasse Schlacht. Guck mal, da hinten der Typ kontrolliert erstmal hier so. Naja, ja, okay, okay. Ah, oh, der erste Hit. Der erste Hit geht durch. Wie der angefangen hatte zu schrubben auch noch, ey. Jo, das war's. Der Kampf ist entschieden. Palpatine eindeutig stärker als gute Seite Anakin. Wir können leider die Bösen nicht gegeneinander kämpfen lassen, weil die sympathisieren miteinander. So Leute, jetzt gucken wir uns natürlich das Original-Battle auch nochmal an. Vielleicht läuft das hier anders. Wer weiß, wer weiß. Eigentlich müssten ja jetzt die beiden Guten gewinnen, Leute. Beziehungsweise... Ey, was ist denn los mit dem Gefisto? Jetzt helf doch mal dem armen Mace. Mace, du kriegst voll auf die Backen. Jo, ja? Ja, easy. Auch wenn mehr, das war ja ganz schnell vorbei. Auch wenn Gefisto am Anfang erstmal den Ängstlichen hat raushängen lassen. Geil, guck mal, wie cool das aussieht jetzt schon. Cool, okay, die müssen jetzt den Jedi-Tempel stürmen. Okay, da haben wir jetzt unsere Jedi-Meister. Jetzt kommt der schwierige Part. Jetzt müssen wir irgendwie versuchen, die da hinzulocken. Okay, wenn wir selber den Charakter zu einem Bösewicht wechseln. Greifen die mich jetzt an? Ja. Komm, ihr müsst alle mitkommen, Leute. Ihr müsst alle mal mitkommen. Alle mitkommen. Alle, bitte. Warum ist Shakti die einzig Mutige? Dann versuchen wir das mal nochmal anders. Jo, die kommen direkt. Was ist mit Anakin? Der müsste noch kommen, wenn ich den noch hinkriege. Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn los mit ihm? Los, komm, Anakin. Ja? Ja? Jetzt müssen nur noch die hinten getriggert werden irgendwie. Shakti, mach was, du wirst attackiert. Das ist die pure Enttäuschung gerade. Das ist so die schlechteste Order 66, die ich je gesehen habe. Okay, wir haben das Problem, wir können nicht schnell genug Leute hintereinander hinterher spawnen. Ich kann jetzt nicht so schnell die Charaktere wechseln. Ich kann einen Charakter super schnell hintereinander spawnen lassen. Hat man ja gerade bei den Klonen gesehen. Aber ich kann jetzt nicht irgendwie Klone und Anakin direkt hintereinander spawnen. Dafür brauche ich eine ganze Zeit lang, um die auszuwählen. So, Leute, das heißt, wir machen das Ganze jetzt ein bisschen anders. Wir können leider nur normale Klone gegen die kämpfen lassen. Aber dafür haben wir jetzt auch noch Obi-Wan als Unterstützung. Wir haben nicht alle Jedi-Meister. Ich weiß, es dauert sonst echt wirklich sehr lange, die rauszusuchen. Man muss immer aus einem Katalog von über 1000 Charakteren raussuchen. Ja, das dauert immer sehr, 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 sehr lange. Von daher würde ich sagen, wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal so. Schaffen die es gegen die ganzen Klone, die ich jetzt reinspawnen lasse. Die Order 66 mit ganz vielen Jedi-Meistern. Auf geht's! Ich baller jetzt hier wirklich viele rein. So, das sieht doch gut aus. Das sieht doch richtig gut aus. Der gibt auch als erstes den Geist auf. Bis jetzt sehe ich, glaube ich, noch alle, oder? Nee, wo ist denn Shakti doch? Da hinten ist Shakti. Tja, die Mundi ist schon tot, ne? Tja, die Mundi hat sich schon verabschiedet. Okay, Shakti und Kid Fisto. Yoda geht alleine. Mace Windu und Obi-Wan, die schaffen das sogar. Aber tja, die Mundi ist sofort draufgegangen. Die beiden halten sich hier raus. Das gibt's ja gar nicht. Die Klone schaffen es auf jeden Fall nicht. Das waren ja schon eine ganze Menge Klone. Aber die konnten die Jedi-Meister aufhalten. So, Mace Windu geht nochmal ins One-on-One. So, Leute, die nächste kleine Szene, die wir gebaut haben, das wurde sich auch gewünscht. Hier sollen wir nach Geonosis gehen und eine ordentliche Druidenschlacht gegen Klone machen. Wir dürfen nicht immer sehr übertreiben, weil sonst fängt es hier wirklich an zu ruckeln. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt. So, die Klonkriege starten wieder, Leute. Das haben wir jetzt wirklich sehr viele Klone reingebaut. Wir haben ja sehr viele B1-Kampfdruiden, wir haben Magna-Wachen, wir haben Druidika. Das sieht gut aus, wie die manchmal boxen einfach. Die boxen sich einfach. Ich glaube, die B1-Kampfdruiden sind sehr schnell weg, obwohl hier sind noch ein paar. Die Druidika sind auch sehr, sehr gut. Die haben ja noch ihr Schild. Ist echt witzig, wie die manchmal hier einfach schlagen gehen, ne? So eine fette Schlacht und dann gehst du da einfach hin und boxt. Helft doch dem Klon hier.
Der wird voll beschossen, aber die Klone gewinnen, ganz eindeutig. Die Druidiker halten sehr lange aus. Aber jetzt fällt, glaube ich, auch der letzte Druidiker. Ja, das sind noch zu viele Klone. Krass. Hätte ich nicht erwartet. So, Leute, da haben wir uns nochmal wieder ein kleines Szenario gebaut. Und zwar sind wir hier mitten auf dem Separatistenschiff. Und jetzt sind hier einige Gegner dabei, die uns auch attackieren werden. Sieht jetzt ein bisschen weird aus, weil wir natürlich das Schiff übernommen haben. Sind hier auch ein paar dabei, die einfach nur quasi rumstehen. Aber diesmal habe ich auch wirklich viele verschiedene Einheiten mit eingebaut. Hier nicht nur Super-Kampf-Druiden und B1-Kampf-Druiden, sondern auch Druidiker, Magna-Wachen. Und wir haben sogar auch wieder einen kleinen Bosskampf. Sind unterwegs mit dem guten kleinen Annie-Pupenny. Halt, ich glaube, das ist einer meiner Freunde. Mein Gott, hier sind so viele. Das ist halt ein bisschen verwirrend. Wäre cool, wenn man noch die quasi zufällig hier rumpatrouillieren und irgendwo ausstellen könnte. Alter, mein Gott. Aber so kann man sich halt wirklich geile kleine Szenarien nochmal bauen, ne? Wo man halt wirklich nochmal irgendwie kämpfen könnte. Wie cool wäre das, wenn man sowas, Leute, als Online-Modus reinbringen würde, oder? Das wäre mega geil. Stellt euch mal vor, man könnte sowas hier bauen, so für sich selber. Und dann würde man das uploaden können, seinem Kumpel zuschicken können und sagen, hier, guck mal, ich habe dir eine kleine Mission gebaut, du spielst mit Anakin und Obi-Wan und musst hier nochmal das Separatistenschiff irgendwie erobern. Ich habe dir da so ein paar Gegner platziert. Das wäre mega cool. Also das würde ich absolut feiern, muss ich sagen. Anakin total überfordert. So, wir kämpfen uns hier weiter durch, Leute. Der gute Obi-Wan ist guter Dinge. Wir gehen weiter Richtung Bosskampf. Er wartet auf uns. Oha, da sind auch schon die Magna-Wachen. Die sind besonders gefährlich, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Gar kein Problem. So, wer ist hier? Da ist er, General Grievous. Auch wieder mit seinen Magna-Wachen. Super cool, dass man überhaupt Bosskämpfe mit so weiteren Einheiten hier einbauen kann, ne? So, die Magna-Wachen haben wir schon. Oh, Anakin kämpft auch schon gegen General Grievous, der bis jetzt sehr alt aussieht hier. Bei denen verkloppen wir selber. Das lässt sich Obi-Wan doch nicht nehmen, meine Freunde. Den hauen wir hier einmal quer durchs ganze Schiff, den guten Boy. Der kann ja mal gar nichts machen, wenn ich den hier so im Kampf halte. Nee, du greifst mich nicht an, mein Kumpel. Jo, den können wir auch sowas von im Stunlock halten. Geil. Huch, sein Kopf schwebt. So, Leute, und weil sich noch gewünscht wurde, macht doch mal was mit dem Rancor, dass man den irgendwie kämpfen lässt. Ich wollte ja so einen großen Monsterkampf machen. Es gibt allerdings den Kraid-Drachen nicht. Das wurde sich auch vorgeschlagen, wie Kraid-Drache gegen Rancor, lass die mal kämpfen. Ging leider nicht, weil ich habe den Kraid-Drachen entweder nicht gefunden. Ich weiß nicht, ich hab ewig gesucht, aber ich finde ihn nicht. Und die andere Sache ist, ich glaube, die würden auch gar nicht gegeneinander kämpfen, weil die dann quasi beide so als Monster zählen. Von daher, gucken wir mal, was jetzt passiert. Na? Wieso machen die denn nichts? Oh, ey, ich bin so enttäuscht. Ich denke, hier kommt der übelste Monsterkampf. Die machen den jetzt richtig platt, die Jedi-Meister oder so, und dann passiert gar nichts. Ja, das ergibt auch Sinn, so ein Mist. Ich glaube, ja, der Rancor zählt als andere quasi. Und diese anderen Charaktere, die sind neutral gegen allen anderen gegenüber. Deswegen bin ich ja auch gerade selber der Gong-Druide. Die kämpfen deswegen nicht gegeneinander. Mist. So, liebe Leute, jetzt habe ich zum Ende doch noch mal was rausgefunden, wie man alles umgehen könnte. Wir haben da hinten wieder unser Jedi-Squad gespawnt und wir können etwas ausnutzen. Und das ist, dass wir... Oh, die versinken in der Treppe. Aufpassen. Nicht, dass es ja wieder abstürzt. Dass wir die Charaktere in unsere Gruppe spawnen lassen können. Das heißt, wir haben hier eine riesige Gruppe, zu denen wir auch einfach hin und her wechseln können. Also beispielsweise kann ich jetzt auch der Klon hier sein. Und damit müssten wir eigentlich das hinbekommen, dass wir die Order 66 nachspielen können. Einen Moment. So, der letzte muss natürlich jetzt auch noch wieder der Anführer sein. Das heißt, wir nehmen Anakin und jetzt müssten die mir eigentlich... Ja, guck mal, die folgen mir alle. Die... Jetzt wollen die wieder nicht mitlaufen. Okay, Leute. Ich habe wieder den nächsten Plan. Wir haben jetzt hier alle möglichen Jedi-Meister hingesetzt. Und jetzt ist es ja so, dass wenn man eigentlich durch diese Ladezonen geht im Singleplayer, dass dann der Charakter, der mit einem mitläuft, eigentlich immer mitgebeamt wird. Das heißt, wir machen das jetzt und dann müsste es doch eigentlich klappen, oder? So, wir sind insgesamt zu 10, haben 9 Klone mit dabei und ich bitte, lass das jetzt klappen. Jetzt laufen sie mir sogar hinterher. Okay, das muss jetzt klappen. Auf geht's! In den Jedi-Tempel, meine Freunde! Ich bin mich verarscht. Jetzt kommen sie. Nope. Ja, dann machen wir das jetzt eben so. Das geht ja auch. Holen wir uns jetzt eben noch ein paar dazu.
und greifen jetzt an. Los, Order 66, endlich geht's los, Leute. Ach, Plo Koon, der Lappen. Hab schon immer gewusst, dass der nichts kann. Oh, da ist schon wieder Obi-Wan ist tot? Shakti ist auch tot? Alter, die Klone sind ja marschiert. Yoda, was machst du? Ja, ne? Order 66 war anscheinend doch ganz einfach. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Schreibt gerne nochmal rein, was ich sonst noch vielleicht nachspielen könnte. Hier, DLC-Charaktere wie Ahsoka oder sowas ging leider auch nicht. Ich habe ein bisschen rumgesucht, aber manche davon gibt es leider noch gar nicht. Vielleicht wird die Mod ja auch immer wieder stetig erweitert. Wir werden es ja sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute, und ciao, ciao.